Gut, dann schauen wir doch gleich mal weiter. Ah, hier können wir überall noch Schmelzöfen bauen, denn ich brauche die Kohle. Hilft ja alles nichts. Ich sehe halt ein klitzekleines Problem. Insofern, dass es mir derzeit nicht möglich ist, wirklich rauszupushen. Aber hier kann ich jetzt angreifen. Hier stehe ich sicher, da habe ich. Nee, hier muss ich stehen bleiben. Wenn der rüber rennt, schaut das böse aus. Ja, geht nicht anders. Ich habe halt sehr viele Fronten. Das macht es richtig kompliziert. Ne? Ja, das macht es richtig kompliziert. Weil ich will die Länder, die ich eingenommen habe, nicht wieder verlieren. Also, das macht keinen Sinn, mich da durchzuboxen und hinten alles zu ver. Das bringt nichts. Von dem her, schauen wir mal. Das müsste gehen. Ja, gut. Das ist klar, dass er das ausprobiert. Wundert mich nicht. Von dem her, gut. Wie auch immer, ist ja relativ egal. Dachte schon, das Spiel würde abstürzen. Ihr müsst mir vertrauen. Nein, muss ich nicht. So, hier kann ich jetzt richtig was machen. Leider sind die Schürt die Feuer nicht im gleichen Trade wie Verwüstung. Das heißt, da muss man auswählen. Und dann nehme ich jetzt doch lieber dann die Dunländer. Weil der Wächter ist okay, aber so super toll ist der auch nicht. Und ja. Solange man nicht genug Punkte hat, muss man sich halt entscheiden, wie man sich entscheidet. Ne, warte, warte, warte. Du machst das. So, die Leuchtfeuer hole ich mir aber. Ja, Gollum interessiert eigentlich gerade nicht. Also mich nicht. So. Passt. Moment, Moment, Moment. Da muss ich schon aufpassen hier, was ich einnehme und was nicht. Da ist der Feind. Ja, warte mal. Wenn er da oben ist, dann könnte er da ja auch angreifen. So. Okay. Leuchtfeuer. Au! La! Weg, 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 weg. Ne? Da sind wir ein bisschen vorsichtiger hier. Ah, wie mache ich denn das? Das weiß ich jetzt noch nicht. Das ist knifflig. So, der ist jetzt unsichtbar für kurze Zeit. Schnecken. Oh, ja, ihr Schneckchen. Oh, ihr Schneckelchen. Schnuckelige Schneckelchen. So, ich mache jetzt hier, bereite ich eine Falle vor. Mal sehen, ob das funktioniert. Ihr nicht, ihr nicht, ihr nicht. Ich dachte, wenn man von hinten reinreitet, kriegt man weniger Schaden ab. Das war wohl ein Trugschluss. Hier greift's da bitte an. Ne, warte, Festung brauche ich gerade nicht. Eher anderes Zeugs. Ja, deine Wahrheit.
Okay. Ja, tschüss, Schlangenzunge. RIP. Das war teuer, den Aragorn zu Fall zu bringen. Aber okay. Ist ja jetzt nicht so wichtig. Ich muss halt demnächst das wirklich ausbilden, ne? So, hier gleich mal eine Palette. Da warten wir noch. Mensch, was tun? Ja gut, die kostet halt nicht viel, ne? Wenig Supply, sind sehr günstig, deswegen kostet das Gebäude so viel, damit man den Gegner nicht so schnell runterrushen kann. Ich glaube, da ist die Balance ganz gut getroffen worden. Ja, aber nicht perfekt, glaube ich, aber ganz gut. Und dann schauen wir mal. Axtschleuder. Ach, die kosten auch nicht viel. Jetzt bin ich nur gespannt, wie viel Schaden die dann wirklich machen. Das muss man dann sehen. Da ist ein Gollum. Ja, die Menschen machen schon Stress. Aber Wargreiter sind ungefähr ähnlich stark wie die Reiter. So, stelle ich jetzt mal so in den Raum. Können die heulen? Nein, noch nicht. Die kann ich mit Fackeln ausrüsten. Das ist gar nicht so schlecht. So. Das wollte ich eigentlich einnehmen. Das passt. Na komm, so. Ja, ja, das gehört nämlich dem. So, hier wieder die Fackel. Passt bisher eigentlich ziemlich gut. Denke ich mal. Ich muss demnächst mal suchen, wo ich abholzen kann. Ich glaube, hier ist ganz gut. Dann machen wir hier so einen kleinen Umweg. Naja. Was auch immer die können, keine Ahnung. So, jetzt bin ich erstmal an einem Maximum. So, Warge hier. Wo ist denn der nächste Schmelzofen? Da unten. Ja, weil ich alles in die Gruppen, in die Warteschlange baller. Deswegen. So, hier noch. Gehört alles uns. Passt. Das passt. Ich glaube, das haben wir gewonnen. Müsste ganz gut laufen. Ihr könnt ja schon die halbe Karte. Ist schon gruselig, was die Urukai, also was man alles ausbilden kann für so wenig Geld mit den Dunländern und so einem Gasthaus. Das ist schon ziemlich mächtig. Ah, da hat er nichts. Da ist nichts. Ich meine, die Dunländer und so sind nicht sehr stark. Aber, oh, das war Schwachsinn. Der Buff war Schwachsinn. Bis die nämlich beim Gegner sind, ist er ausgelaufen. Das war jetzt schlecht. Aber so insgesamt, also wenn du da mal guckst, man kann den Gegner halt gut überwältigen. Beziehungsweise, was noch viel besser ist, glaube ich, ist, man kann ihn an verschiedenen Fronten dazu zwingen zu reagieren. Wenn er jetzt nicht nur dieses kleine Gebiet hätte, sondern hier was, da. Man kann überall zur gleichen Zeit sein, wenn man das Multitasking hat. Und bei Herr der Ringe hier ist es gar nicht so schwierig wie, ich glaube, bei StarCraft. Also es ist, man muss es ähnlich gut können, ja, aber man muss sich nicht so um die Einheiten kümmern, ne? Also klar, die sollen nicht so zusammengepfercht sein, damit sie so Flächenschaden nehmen, sowas. Aber insgesamt fällt es mir leichter. Von dem her, mal gucken. Okay. Codewort für diese Episode. Jetzt kommt es. Haltet euch fest. Bastardschwert. Ja, ein Bastardschwert. Ich glaube, das schreibt man zusammen. Bin mir aber nicht sicher. Ich weiß nicht, ob das überhaupt eine offizielle Bezeichnung für irgendein Schwert ist. Wahrscheinlich nur irgendeine Fantasy-Bezeichnung. Spielt aber keine Rolle.
Das ist das Codewort für die heutige Episode, ein Bastardschwert. Wieso auch immer das den Namen hat, keine Ahnung. Wenn nur ein Bastard das führen darf, weiß nicht. Aber es klingt ziemlich badass und schaut meistens ziemlich heftig aus. Also von dem her, schauen wir mal, dann sehen wir schon. So, hier klatscht man eine Festung hin. Die reiten da lang. Die gehen dahin. Ja, ja, die Ware. So. Na kommt's. Na also. So, ihr geht's in Position. Ihr nehmt das da ein. Ihr geht's dahin. Der läuft da lang. Vielleicht geht es mit dem Feuerball ein bisschen schneller. Na also. Vorposten ist gut, deswegen habe ich euch da auch hingeschickt. So. Ihr geht's da rein, ihr geht's da rein. Ihr geht's dorthin. Der da lang. Das nehmen wir ein. Die rennen dorthin. Also ich mag die Ware, wenn man die wirklich benutzen kann. Top-Einheiten, wirklich Top-Einheiten. Die sind super. Genau. Ja, ja, nee, nee, nee. Da zerstören wir jetzt das alles. Ist ja mal lächerlich, der Schaden. Na, ich bitte dich. Das ist ja wirklich lächerlich. Egal, hat gereicht. Ja, ich bin stark. Bin ein Adonis. Narr. Ja, und die kommen da nicht durch, weil ich halt hier die Türme besetzt habe, ne? Die werden, glaube ich, auch viel zu selten benutzt in Spielen hier für die Karte. Also, die haben schon ihren Wert. Die Türme, die sind nicht so schlecht. Bruchtalkampfturm. Der hält nicht so viel aus, ja. Aber die Einheiten sind sicher. Ist nicht schlecht. Ist ganz gut. So, ich will mal den Krähenturm haben. Ich will ein bisschen mehr sehen. Ich glaube, das schadet nicht. Da machen wir einen Feuerball rein, weil Reiter sind immer böse. Hat er jetzt beides hintereinander gecastet? Ja, cool. Ha! Wenn das jetzt kein Fehler war, sondern eine Möglichkeit. Stark. Vielleicht kann man Zauber direkt hintereinander benutzen, wenn das ginge. Weil normal macht er erst casten, und dann casten, aber wenn der das in einem Wisch machen kann, dann spart man eine Menge Zeit und in einem Kampf kann das... LOL, die ganzen Pferde kommen raus und sterben sofort. Ja, wie geil. Aber dann wäre das richtig nice. Also, richtig nice. Klar, jetzt sind beide auf Cooldown, aber das macht ja nichts. Ja? Das macht ja nichts. So, ist es fertig? Yes. Sultan Abdul ist aber sehr teuer. Aber wer weiß, vielleicht kriege ich den hin. Man kann es ja mal probieren. Ich meine, ich kann jetzt sparen. Einfach nur sparen und weiter Dinger bauen. Nee, jetzt ging's nicht. Also das, da gibt es irgendeinen anderen Trick für. Vielleicht war es wirklich bloß ein Fehler, kann sein. Aber wenn ich den Sultan hätte, weil der ist teuer, 4560. Das heißt, der muss irgendwas Gutes können. Sonst wäre er nicht so teuer. So. Okay. Das Ding ist zerstört. Läuft doch. Ich mag die Waage irgendwie. Also es ist schon... Die Waagreiter sind schon ziemlich nützlich. Die sind halt echt stark. Ich finde es ja schade, dass die Waage so hässlich ausschauen müssen. Das ist halt schade. Könnten eigentlich sehr schöne Tiere sein, aber nope. Ja, ich weiß, nicht echt. Egal.
Darum geht es ja gar nicht, ne? Gib mir Sultan Abdul Mubarak. Gib her. Nee, der heißt nicht Mubarak, der heißt Abdan. Nicht Abdul. Abdan. Abdan. Nicht Abdul Mubarak. Alles explodiert. Nix Abdul Mubarak. Weiß nicht, ob das ein echter Name ist. Ihr könnt es ja mal googeln. Abdul Mubarak. Vielleicht gibt es einen Abdul Mubarak. Vielleicht hat er Facebook. Ja, wer weiß, vielleicht hat er sogar Facebook. Der gute Mubarak. Und dann ist die Frage. So, was kann der denn? Der hat einen Bogen. Na, lass dich mal anschauen hier. Okay, er hat ein Schwert, er hat einen Bogen. Er hat Zwang. Interessant. Er hat Gift-Dingsbums. Rohstoffraub. Verkleiden. Und Klettern. Warum ist der dann so teuer? Und er hat einen Bogen und kann nicht benutzen. Auch sehr interessant. Tod den Verräter. Egal. Wie wäre es, wenn ich mal ausbilde? Was für Feuer? Da ist kein Feuer. Ich sehe kein Feuer. Es nimmt auch keiner mehr Schaden. Ja, passt schon. Und tschüss. Ah, nein, 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 nein. So, was ist ein Uruk-Grube für ein Hotkey? T. T ist gut. T kann ich benutzen. T. Ja, T gefällt mir. T ist ein guter Hotkey. So, wo hat er denn noch was? Ach, du Heilige. Ja gut, dann klar. Dann geht's noch ein bisschen. Aber wir haben es fast geschafft. Fast sind wir durch. So. Naja, wird schon reichen. Oh, das gibt gute Erfahrung, so ein Baum. Klar, der hat es auch geschafft, einen Baum mit einem Schwert zu zerstören. Also das ist halt schon eine Leistung. Ich meine, mit einer Axt ist schon echt anstrengend. Aber mit einem Schwert, ein Schwert ist halt null dazu geeignet, einen Baum zu fällen. Der macht es. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, was der für Power in seinen Armen hat. Wenn der es schafft, mit dem Schwert einen Baum zu töten. Also, ja doch, man kann von Töten sprechen. Ein Baum ist ja kein Ding. Ein Baum hat ja irgendwo doch auch Leben, ne? Ein Baum lebt ja, also... Ihn zu fällen ist, kommt dem Töten gleich. Irgendwie. Ne? Meine Meinung. Und der hat es geschafft mit dem Schwert, also... So, mal sehen, ob die jetzt mir gehören. Kriegt er nicht hin. Dann probiert das da mal. Na los. Ha, jetzt können die mir... Cool. Das ist natürlich praktisch. Stellt euch mal vor, der Gegner hat ein voll ausgerüstetes Level 5 Bataillon. Und ich gehe dahin und dann gehört's mir. Einfach so. Und das war's. Sabartig. Das ist halt bitter. Die Frage ist, ob das auch für diese Level-Bataillone geht. Wisst schon. Diese Ritter von Dol Amroth und so. Oder die Feuerdrachen. Obwohl ich glaube, die Feuerdrachen zählen nicht zum Bataillon. Vielleicht die anderen auch nicht. Aber wäre interessant zu wissen. Weil mit Trollen und Monstern kann man diese Fähigkeit nicht benutzen. Es geht nur beim Bataillon. Jetzt wäre die Frage, zählen die Feuerdrachen zu einem Bataillon oder zu einem Monster? Wobei Monster auch irgendwie negativ ist. Ich meine, ein Troll kann nichts dafür, dass er ein Troll ist. Ne? Aber egal, das sind so philosophische Fragen irgendwo. Oder moralisch? Sozial? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein bisschen was von allem. Keine Ahnung. Das könnt ihr ja mal entscheiden, ob diese Thematik sozial ist. Also eine soziale Thematik. Oder das andere, was ich alles gesagt habe. Jetzt fällt es mir ums Verrecken nur ein. Was war es denn? Philosophisch? Sozial? Keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich euch jetzt so verwirrt, dass ihr zurückspulen müsst, um es zu sehen. Hören. Wissen.
Was war das nochmal? Also, ich glaube nicht, dass ich Gesellschaft gesagt habe, weil Sozial und Gesellschaft, damit meinte ich ja eigentlich das Gleiche. Und kulturell habe ich nicht benutzt, ist auch wieder was anderes. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, der Gegner muss jetzt endlich hier mal verrecken. Das geht doch nicht an hier. Tschüss, Sikowski. Ende. Na, also. Gut. Dann habe ich jetzt tatsächlich, bis auf die Sins of a Solar Empire, alle Aufnahmen geschafft für die nächsten 3 Wochen. Es kann sein, dass ihr dann eine Woche warten müsst. Auf neu, also eine Woche Pause. Ich hoffe nicht, aber ich kann nichts versprechen. Ich weiß es nicht. Mit dem Lernen, das ist schon knackig. Wie dem auch sei, ich bin fertig für heute. Wir sind schon gut weitergekommen. Schöner Start. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey yo und vielen Dank fürs Anschauen des Videos. Wenn ihr mich unterstützen wollt, klickt einfach auf den Daumen rauf Button. Habt ihr irgendwelche Wünsche, Feedback oder Vorschläge? Lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ihr könnt außerdem meinen Kanal abonnieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich wünsche euch einen wunderschönen und stressfreien Tag. Macht's gut.